Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal FFLO und heute haben wir das Thema 808s und ich zeige euch, wie ihr eine 808 machen könnt, die wie folgt klingen wird. Ja, wir werden auch solche Effekte hier einbauen wie diesen hier. Wie ihr so einen Slide-Effekt einbauen könnt, wie ihr so richtig geile 808s machen könnt. Und das zeige ich euch alles in diesem Video. Viel Spaß. Und ich würde sagen, zuallererst schauen wir uns mal die 808 alleine an. Und diese klingt so hier. Wir gucken uns mal nur die grünen Noten an. Das sind nämlich die entscheidenden, die hier die 808 spielen. Genau, das Ganze wurde noch mit einer kleinen Kick hier überlagert. Wie starten wir jetzt mit einer 808? Wir brauchen dafür ein Instrument und ich habe ein Tool entwickelt. Das ist ein 808-Tool, das sieht so hier aus und dies ermöglicht es uns ganz einfach, unsere eigenen 808-Sounds zu kreieren. Und genau, das Tool könnt ihr wie folgt immer auf dieser Seite hier, oh, wegklicken noch schnell. Das könnt ihr wie folgt immer auf dieser Seite hier erwerben, dafür einmal oben auf den Reiter Plugins gehen und dann seht ihr hier schon, wenn ihr ein bisschen runter scrollt, seht ihr schon Floyd 808, das 808 Tool Instrument und das ist für FL Studio User, ganz einfach dann kaufen, runterladen und fertig, genau. Das Tool könnt ihr dann einfach per Drag and Drop, ich werde hier schon gefragt, willst du, du benutzt eine alte Version. Wichtig, immer die neueste FL Studio Version benutzen, damit das Tool auch funktioniert oder immer eine aktuelle wenigstens. Also FL Studio 20, glaube ich, soll das schon sein. Und dann haben wir dieses Tool, so sieht es neu aus. Und das Lustige ist, sobald ich jetzt schon eine Taste drücke, haben wir schon eine 808 drin. Vielleicht ein bisschen laut und ich gehe mal ganz kurz durch das Tool, damit ihr versteht, was dieses Tool macht und wie das Tool arbeitet und dann wenden wir uns daran, wie wir die 808 quasi eintragen, sodass sie eben so gut klingt. Zuallererst sehen wir hier schon unser Menü. Das Tool ist relativ einfach aufgebaut, trotzdem zeige ich euch ganz kurz die Funktion. Wir haben hier den Regler Overdrive und wir achten mal drauf, was passiert, wenn ich den Regler langsam ein bisschen aufdrehe. Ja, ihr seht schon, wir können unsere 808 so ein bisschen kratziger machen, ein bisschen böser klingen lassen. Macht auf jeden Fall einen sehr coolen Effekt. Dann haben wir hier die Bass-Funktion und die ist am Anfang voll aufgedreht und damit können wir den Bassanteil nach dem Klickanteil ein wenig reduzieren. Und dann haben wir noch die Klick-Funktion und damit können wir noch so ein Klicken am Anfang ein bisschen hinzugeben. Dann haben wir einen Input-Regler, der erklärt sich eigentlich schon von selbst. Wir können ein wenig mehr Input hinzugeben. Dann haben wir einen Low-Regler, Mid- und High-Regler. Das ist einfach unsere EQ-Sektion, womit wir unsere 808 ein bisschen genauer anpassen können. Ein bisschen mehr Bass hinzugeben. Dann die Mitten. Und die Höhen. Dann haben wir eine Slide-Funktion. Mit der Slide-Funktion können wir dann folgenden Effekt bewirken. Ich mache sie mal kurz aus. Mit der Slide-Funktion hört ihr schon, wie das so leicht hochgeht. Ist eine sehr coole Funktion. Und dann haben wir noch die Output-Funktion. Und damit können wir einfach den Output, die Output-Lautstärke festlegen. Eigentlich ziemlich einfach. Und dann läuft das Ganze einfach in den Masterkanal und ihr habt eine fertige 808. Jetzt müssen wir aber noch unsere 808 eintragen. Und wie wir das Ganze machen, das zeige ich euch jetzt. Und zwar schauen wir uns dafür unsere Akkorde an. Ich habe jetzt diese Akkorde einfach mal und die hören wir uns mal zuerst an. Merken wir schon, klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und dazu haben wir dann hier unsere 808. Und unsere 808 platzieren wir meistens am Anfang. Einen Schlag. Ja, dann meistens nicht auf dem Beat, sondern meistens immer dazwischen. Ist vergleichsweise, es gibt immer so einen Grundrhythmus. Der ist auch meistens so
keine Ahnung, bei einer Snare, ne? Bei einer Snare haben wir immer so ein, ne? Merkt ihr schon? Wir haben immer denselben Rhythmus so bei einer Snare. Der Rhythmus der 808 klingt nämlich so. Ja, und diesen Rhythmus könnt ihr zum Beispiel nehmen und dann einfach an der Tonhöhe anpassen. Das habe ich jetzt mal gemacht. Und dann klingt das Ganze so hier. Das ist derselbe Rhythmus. Und hier hört ihr schon, hier haben wir so einen Slide-Effekt. Und hier habe ich, seht ihr schon, hier sind die Noten so ein bisschen überlappt. Und damit können wir diesen Slide-Effekt kreieren. Ihr braucht hier gar nicht irgendwas anderes anklicken, sondern ihr könnt einfach diese Noten so ein bisschen überlappen. Ich zeige euch mal, wie das klingt, wenn wir die Noten nicht überlappen. Dann klingt das so hier. Klingt auch cool, aber mit diesem Slide-Effekt, da hat das nochmal so einen ganz anderen Vibe und klingt einfach wesentlich cooler. Gerade im Bereich vom Hip-Hop, Trap, das ist einfach eine super coole Sache. Ihr könnt das natürlich immer noch ausreizen, ihr könnt andere Mixing-Effekte noch hinzugeben, ihr könnt das Tool noch anders abmischen, aber ihr seht schon, die Grundfunktionen sind total einfach und man kann damit schnell und einfach eine 808 kreieren. Das Endergebnis mit unserer 808 klingt dann so. Es gibt jetzt hier, wenn wir auf 50% gehen, da seht ihr zwei Sample Packs. Diese gerade werden gerade günstiger eben angeboten. Darum, wer das haben möchte, einfach auch auf diesen Link gehen. Haben auch schon ein paar Leute in dieser Weihnachtsaktion jetzt. Deshalb auf jeden Fall, wer das gerne haben möchte, dieses Paket oder beide Pakete. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr vielleicht so im Pop-Bereich produziert, dann könnt ihr vielleicht eher die linke Version nehmen. Für die ganzen Hip-Hopper, Rapper auf jeden Fall die blaue Hip-Hop-Modern-Bundle. Ist ein richtig cooles Bundle mit freshen Sounds. Ich hoffe, ich kann die mal kurz nochmal durchgehen. Oder mal ganz kurz zeigen, was das hier so für Töne sind, damit ihr wisst, was man kauft. Also ihr hört schon, es sind wirklich ein paar coole Sounds mit dabei, die man auf jeden Fall verwenden kann für seine Produktion. Wenn ihr das habt, ihr könnt damit eigentlich alles machen. Mehr Informationen findet ihr dazu auf der Seite. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr so ein paar Informationen dazu bekommen habt, wie man jetzt eine 808 richtig platzieren kann. Das, was ich hier natürlich jetzt mit diesem Tool gemacht habe, muss ich noch wichtig dazu sagen, was ich jetzt mit diesem Tool hier gemacht habe, das könnt ihr natürlich auch mit jeder anderen 808 machen. Ja? Also ihr müsst nicht dieses Tool dafür haben, aber dieses Tool erleichtert halt den Weg. Aber ihr könnt es auch mit jedem anderen Tool machen. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Ihr habt so ein bisschen einen Eindruck bekommen, wie man so eine 808 platzieren kann, welchen Effekt sie vorbirgt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.